Duisburg. Zu meiner Linken begrüße ich den Gästetrainer Herrn Ketteler. Hallo. Zu meiner Rechten unseren Cheftrainer Björn Schröder. Ich würde, was traditionell immer machen, zum nächsten Gästetrainer um seinen Kommentar zum Spiel. Ja, nach so einem Spiel ist sicherlich immer relativ einfach, etwas zu sagen. Ich bin natürlich überglücklich über das, was wir abgeliefert haben, nach einem Rückstand so zurückzukommen. Ich habe in der Halbzeit, als ich in die Kabine reingekommen bin, direkt das Gefühl gehabt, es bleibt nicht 0-2, es wird auch nicht höher werden, ganz im Gegenteil. Die Mannschaft war motiviert, hat die entsprechende Einstellung noch gezeigt. Ich habe abgelesen, dass die Mannschaft bereit ist, eine zweite Halbzeit hier abzuliefern, wie wir es dann letztendlich auch getan haben, um dieses Spiel noch zu drehen. Ein Riesenkompliment an meine Mannschaft, die auch schon, sagen wir mal, im Verlauf der ersten Halbzeit gezeigt hat, dass wir eine Qualität haben, dass wir auch Potsdam Paroli bieten können. Letztendlich hat Potsdam allerdings dann die Treffer gemacht. Der zweite Treffer sicherlich etwas unglücklich. Dann kommt der verschossene Elfmeter noch mit dazu. Also im Endeffekt spricht eigentlich alles gegen uns. Und wenn man dann trotzdem, wie gesagt, in der Halbzeit in die Kabine kommt und man blickt in die Gesichter der Spielerinnen und ich sehe, dass sie bereit sind, dass sie wollen, dass sie noch eine zweite Halbzeit spielen, um dieses Spiel umbiegen zu können halt, dann kann ich nur sagen, das ist die richtige Einstellung. Mit der Einstellung werden wir weiterkommen und entsprechend denke ich mal unterm Strich, man kann ja immer geteilter Meinung sein, bin ich davon überzeugt, dass wir verdient gewonnen haben, denn so eine Moral zu beweisen, an so einem Abend, bei so einem super Publikum hier, gegen so einen starken Gegner, das noch umzubiegen, ganz großer Respekt an mein Team. Wir freuen uns auf die nächste große Aufgabe und wir sind oben und wir bleiben dran. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Ketteler. Herr Schröder, Ihr Kommentar zum Spiel? Na, zunächst erstmal muss ich sagen, das war ein gutes Spiel für beide Mannschaften. Man kann nicht erwarten, dass hochfiligraner Fußball gespielt wird bei der Bedeutung dieses Spiels. Wenn man bedenkt, wenn wir heute die 3 Punkte geholt hätten, hätten wir 9 Punkte Vorsprung, wäre die Meisterschaft entschieden gewesen. Ob das gut oder schlecht ist, das will ich jetzt mal dahinstellen. Ich denke schon, Marco hat es gesagt, dass der 2-0 für uns eigentlich eher nachteilig war, weil wir nämlich genau das gespürt haben, was er wahrscheinlich in der Kabine nicht gespürt hat. Wir haben gedacht, wir haben das Spiel gewonnen. Und wir haben heute das Spiel nicht nur Abwehr verloren, wir haben zu Angriff verloren. Wir haben 3 Stürmer und der Stürmer hat heute nichts gebracht. Alle 3 Stürmer haben in der zweiten Halbzeit keine Entlastung gebracht. Wir haben nichts nach vorne gebracht und nun fragt mich einer, warum wir unsere neue Stürmer geholt haben. Das Entscheidende bei der ganzen Sache ist, dass man anerkennen muss und Respekt an den Gegner, der natürlich noch das 2-1 nach dem 2-1 schnell den Ausgleich macht und dann kann man natürlich zum Schluss jede Mannschaft gewinnen. Das ist jetzt gar nicht die Frage. Ich hatte natürlich gehofft, dass wir wenigstens einen Unentschieden machen, weil wir gemerkt haben, dass wir nicht mehr im Spiel waren. Bei uns waren einige Spielerinnen irgendwie aus dem Spiel raus, warum auch immer. Es gibt immer Gründe, die kann man jetzt nicht erklären, aber entscheidend ist der Gegner. Der Gegner hat gegengehalten, der Gegner hat sich nicht aus dem Konzept bringen lassen und wir waren einfach nicht in der Lage, vor allen Dingen dann im Mittelfeld, da nach vorne die Bälle zu spielen. Der Angriff, wie gesagt, war für uns heute eine Enttäuschung, weil wir eigentlich die meisten Tore gemacht haben. Wenn man 2 Tore macht zur Halbzeit und 2-0 führt, dann muss man das Spiel nach Hause ziehen. Und das ist eben genau der Punkt, wo bei uns einige noch einiges lernen müssen und ich gratuliere erstmal Duisburg und ich denke, es ist nichts passiert, auch für uns nicht passiert. Fakt ist eins, man kann nicht solche Spiele angehen und kann sagen, heute entscheiden wir die Meisterschaft. Das ist einfach ohne Respekt gegenüber jedem Gegner. Und ich denke, der Gegner war heute, hatte das heute verdient. Ob wir nun den 1 Punkt hätten mitnehmen können, das ist eine andere Frage, aber es heute verdient. Und wir werden auch Spiele haben, die genauso schwer sind. Man darf nicht vergessen, wir haben auch enge Spiele gehabt, die wir gewonnen haben. Und heute haben wir eben nicht das Glück gehabt und wir eigentlich auch nicht die Mannschaft gehabt, die in der Endkonsequenz von 1 bis 11 die Leistung gebracht haben, um so einen Gegner heute zu schlagen. Also Gratulation an Duisburg. Danke, Herr Schröder. Ich würde die Medienvertreter bitten, ihre noch offenen Fragen jetzt loszuwerden. Gibt es Fragen? Herr Mayer? Gut, wenn es keine weiteren Fragen gibt, wollen wir das nicht unnötig in die Länge ziehen. Ich bedanke mich für ihr und euer aller Kommen.